Gut, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Webinars Data Loss Prevention, herzlich willkommen. Heute das erste Webinar, das erste Fokus-Webinar aus unseren neuen Büroräumen. Ich hoffe, dass wir demnächst auch das nächste Webinar in unserem eigens dafür eingerichteten Webinarraum dann auch aufzeichnen und ausstrahlen können. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen heute zum Thema Data Loss Prevention, Kontrolle Ihrer Daten mit einer einzigen Richtlinie. Ich darf heute recht herzlich willkommen heißen den Konrad Langhammer und den Daniel Meyer von der Firma Forcepoint, mit denen wir heute in das Thema einsteigen dürfen. Herzlich willkommen und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, danke. Danke, grüß Vielleicht Sie, kurz bitte auch. zum, freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt. Vielleicht kurz zum Ablauf, wie ihr es von unseren Webinaren kennt. Wir werden sozusagen eine kurze Vorstellungsrunde haben, eine kurze Begrüßungsrunde. Danach gehen wir zu einem Hauptteil über. Da wird uns der Konrad ein wenig über die Firma Forcepoint erzählen. Und der Daniel wird dann in das Thema Data Loss Prevention inhaltlich einsteigen und tiefer gehen. Und für diejenigen, die die Fokus vielleicht noch nicht kennen, wir bringen Experten und innovative IT-Projekte zusammen, vor allem aus den, sage ich mal, Fachgebieten Softwareentwicklung und Softwarebetrieb, IT-Systeme und Netze, aus dem Bereich SAP und dem Bereich Geschäftsprozessdigitalisierung, das Thema Umgang mit Daten, das Thema Sicherheit. Sicherheit von Daten spielt in dem Kontext natürlich eine besonders große Rolle. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, lieber Konrad, lieber Daniel, vielleicht könnt ihr beiden euch vorstellen und mal kurz ein paar Worte zu euch sagen. Ja, danke, Ramin. Wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen und auch ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer des Webinars. Mein Name ist Konrad Langhammer, bin als Account Manager für die Firma Forcepoint zuständig, vor allem in Österreich und für den Süden von Deutschland. Ja, dann als Grüezi aus der Schweiz von mir. Ich werde mich bemühen, ein einigermaßen freies, akzentfreies Hochdeutsch zu sprechen heute. Dani Meyer, seit 4 Jahren bei der Forcepoint und spezialisiert auf DLP-Projekte, namentlich halt, weil wir in der Schweiz eine Industrie haben mit den Banken, die da doch ein Vorreiter sind. Ich glaube, wir sind im Dach in der Schweiz ziemlich vertreten mit DLP-Projekten. Hat einen technischen Hintergrund im Sinne des Gesetzes. Die Banken in der Schweiz sind verpflichtet, dass sie ihre Daten schützen. Aber da ist Ihr Land nicht ganz unschuldig, als die Schweizer Banken früher, glaube ich, noch viele deutsche Steuersünder begrüßt haben. Das hat sich inzwischen aber geändert. Vielen Dank, Daniel, für die kurze Vorstellung und sozusagen den Gruß aus der Schweiz. Dieser Tage gibt es ja kaum ein Webinar aus dem IT-Bereich, was sich nicht auf die spezielle Situation, in der wir uns alle befinden, diesen kleinen Virus bezieht. Stichwort Corona. Die erste Frage, das Thema DLP, Data Loss Prevention im Kontext Corona-Pandemie. Wie hat sich die Rolle dieser Disziplin im Bereich Security verändert? Konrad, vielleicht kannst du da mal ein paar Worte zu sagen, wie sich das auswirkt im Moment. Ja, gerne. Also natürlich, pandemiebedingt sind immer mehr Leute jetzt ins Homeoffice gewandert, wie eben auch die Firma Forcepoint, wie man sehen kann. Und damit muss natürlich auch der Zugriff zum Headquarter gewährleistet werden. Und was damit natürlich einhergeht, ist eben die Transparenz in den Datenverkehr. Viele User arbeiten jetzt mittlerweile von zu Hause aus oder remote mit teilweise eigenen Devices, also Stichwort Bring Your Own Device,
Und da muss eben auch die Transparenz gewährleistet werden. Welche Daten werden dort übertragen? Dürfen diese Daten überhaupt das Unternehmen verlassen? Ist es vielleicht sinnvoll, dass man nur ein Leserecht dem User, der von zu Hause aus arbeitet, erteilt? Auch Thema Drucker, dass man eben schaut, wie werden mit den Daten, wie wird das speziell umgegangen, da man ja jetzt wirklich doch dieses interne Unternehmensnetzwerk, das man hatte, pandemiebedingt verlassen musste. Und da ist eben DLP ein Schlüsselelement, um diese Transparenz weiterhin aufrechtzuerhalten. Verstehe. Jetzt haben wir ja im Vorspann, im Teaser zu unserem Webinar das Versprechen ausgesprochen, dass wir unseren Kunden dabei helfen, relevante Daten im Netzwerk aufzuspüren. Ja? Vielleicht mal die erste Frage, Daniel, was sind denn eigentlich oder wie zeichnen sich denn relevante Daten auf und wie spürt man die denn im Netzwerk tatsächlich auf? Daniel, jetzt hören wir dich nicht. Entschuldigung, der hat mich automatisch auf Stumm geschaltet. Ja, es gibt zwei relevante Töpfe von Daten, die wir vor allem sehen. Das eine ist vor allem das Regulatorische, also für die EU und somit auch Deutschland natürlich Stichwort GDPR. Also jeder Bürger hat das Recht, dass seine Daten geschützt sind. Somit betrifft das die Mitarbeiterdaten wie auch Kundendaten. Halt, dass nicht irgendwo was rausgeht, was ein Kunde bestellt hat oder vielleicht zum Beispiel die ganzen Human Resources Daten eines Mitarbeiters oder die Krankheitsgeschichte eines Mitarbeiters. Das sind vor allem die regulatorischen Sachen. Und das Zweite, und das beobachten wir in letzter Zeit noch viel stärker, sind halt die ganzen sogenannten Intellectual Properties. Also egal aus welcher Branche Sie kommen, Sie haben irgendwelche Firmengeheimnisse oder Patente oder Zeichnungen, Pläne oder was auch immer oder natürlich Kunden haben. Aber die Intellectual Properties haben massiv zugenommen. Ich kann hier auch wieder die Schweizer Bankenbranche als Beispiel nennen. Bis vor wenigen Jahren haben die sich vor allem darum gekümmert, dass keine Kontoinformationen rausgehen, weil logischerweise man nicht will, dass die Kunden irgendwo dann ein Problem kriegen. Das Zweite ist aber, alle Banken, die entwickeln vor allem für die iPhones oder für ihre Webseiten tolle Apps, und viele Banken sehen sich heute als Softwarehaus. Und das Intellectual Property, der Unterschied der verschiedenen Banken, ist nicht, dass sie ein Konto führen können, sondern dass sie auch junge Kundschaft anziehen und somit coole Apps bauen. Und die schützen jetzt mehrheitlich auch ihre Software Intellectual Properties. Für Industrie ist klar, da wären es dann halt vielleicht Baupläne von irgendwelchen speziellen Bauteilen oder Produktionsverfahren oder sowas. Also alles, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil schafft. Und das sehen wir in den letzten Jahren viel mehr. Und Industriespionage gibt es also wirklich. Also ich habe mehrere Kunden in der Schweiz, die waren betroffen. Ich nenne das Ursprungsland nicht, das ist aber ziemlich im Osten, auch in einem anderen Kontinent. Die senden wirklich bewusst Mitarbeiter nach Europa, die lassen sich einstellen in Firmen und versuchen Daten zu klauen. Liest man manchmal in der Zeitung, also in der Schweiz weiß ich von Chemiebranche, die schon betroffen war. Ich habe zwei Kunden, die wirklich, das sind Produktionsbetriebe in der Industrie, denen wurden Baupläne für Teile, die sie produzieren, gestohlen aus China. Verstehe, das heißt, geht dann im Wesentlichen um persönliche Daten und vor allem eben halt auch um das Thema Firmengeheimnisse, die Wettbewerbsvorteile dann letztlich auch darstellen. Vielen Dank. Ja, vielleicht bevor wir zum Hauptteil überschwenken, auf was können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Webinars freuen? Was werden wir an Know-how versuchen zu transportieren? Danke. Ich werde euch versuchen, die Angst zu nehmen vor DLP. Also DLP ist so ein bisschen eine Königsdisziplin in der Security. Viele Firmen wagen sich nicht so richtig daran heran, weil sie denken, dass das sehr kompliziert ist.
Das ist nur teilweise richtig. Also ich kann euch, nachher werden wir euch auch eine Demo machen, wo wir wirklich ganz einfach mal eine Policy bauen und dann seht ihr, wie einfach dass das eigentlich technisch geht. Klar hat DLP noch ein paar andere Herausforderungen, ich glaube, darüber sprechen wir dann auch noch. Aber ich möchte euch ein bisschen die Angst nehmen, dass das so kompliziert sei und dass das nur irgendwie vielleicht eben eine Großbank mit 100.000 Mitarbeitern einführen kann. Also wir haben sehr viele Kunden, auch im Mittelstand. Den kleinsten Kunden, den ich habe, der hat genau 3 Mitarbeiter. Das ist eine Rechtsanwaltpraxis, die halt auch sehr sensitive Daten hat und auch für die funktioniert. Klasse. Also ich persönlich freue mich schon sehr auf die Inhalte. Einen kleinen Einblick habe ich vorab schon bekommen. Dann bleibt mir eigentlich nur übrig, zu den Teilnehmern und Teilnehmern viel Spaß beim Hauptteil zu wünschen. Und dann würde ich das Wort und die Moderation an den Konrad übergeben. Ja, danke, Ramin. Ich werde starten, die Firma Forcepoint einfach mal vorzustellen, wer wir sind, woher wir kommen, was so unsere Vision ist und natürlich auch, wie DLP dort als Kernelement einen wichtigen Beitrag leistet. Kann man meine Folie sehen? Jawohl. Wunderbar. Ja, die Firma Forcepoint gibt es erst seit 2016 am Markt. Deswegen ist vielleicht vielen der Begriff oder der Firmenname noch nicht so bekannt. Das hier ist mal ein Überblick über die gesamten Produkte, die wir anbieten. Also das ist ziemlich genau der gesamte Sicherheitsbereich. Gestartet sind wir als ehemalige Firma WebSense. Wir kommen ursprünglich aus dem Web- und E-Mail-Security-Bereich. Dort war auch DLP schon ein Thema, aber haben dann eben beschlossen oder beziehungsweise erkannt, dass nur so eine Point-Product-Lösung nicht ausreicht, um ein Unternehmen gesamtheitlich in der IT-Security zu schützen. Und dementsprechend haben wir 2016 begonnen, verschiedene Firmen, zum Beispiel im Bereich Next Generation Firewall, das war die Firma Stonesoft, die aufzukaufen und in unser Management sozusagen zu migrieren, damit wir eben ein gesamtheitliches Sicherheitsaspekt bieten können. Und das ist mittlerweile ganz schön gewachsen, wie man sehen kann. Wir sind nicht nur im Bereich Firewall tätig, wir sind auch im Bereich CASPI, also Cloud Security, unterwegs. DLP ist natürlich eines unserer Kernelemente mit Anomalie Detection, wird der Dani später auch nochmal drauf eingehen. Wir haben eine Sandbox-Lösung, das heißt bei uns AMD, Advanced Malware Detection. RBI wurde jetzt mit neu eingeführt, eine Remote Browser Isolation und eben Private Access. Und was das genau ist, stelle ich später noch vor. Ja, warum war das damals unser Gedanke oder unsere Strategie? Früher war es so in einem Unternehmen, man kann es hier mit dem Schloss wahrscheinlich gut nachvollziehen, dass es relativ einfach war, nachzuvollziehen, wer kommt rein, welcher User, welche Daten gehen mit rein und was geht raus. Man hatte einen guten Überblick über das Ganze. Aber mittlerweile und eben auch pandemiebedingt ist es so, dass eben durch die Cloud jetzt auch von verschiedenen Seiten immer mehr Kanäle Zugriff bekommen. Ja, wie hat sich das geändert? Also beziehungsweise, was hat sich geändert? Ja, Gartner hat jetzt auch das erkannt, hat das Ganze SASE genannt, also Secure Access Service Edge. Das ist eben die neue Strategie, um jetzt auch die Cloud Security eben zu gewährleisten. Das Ganze ist hier in diesem Satz formuliert und bezeichnet sozusagen auch die Strategie, die Forcepoint seit 2016 schon erkannt hat. Das heißt, wir sind sozusagen Mitvorreiter in diesem ganzen Bereich und jetzt kommt der Markt sozusagen hier zu uns. Wie sah es vor Corona aus? Wir hatten eben auf der linken Seite einen geringen Anteil an Working from Home, also von Homeoffice-Usern. Wir hatten einen größeren Anteil von Zweigstellen, Branch Offices, die per VPN-Tunnel dann Richtung Headquarter verbunden wurden. Und natürlich die meisten Anzahl, also in dem Fall hier in dem Beispiel 80% der User, waren eben im Corporate Office, also im Headquarter eingestellt. Und damit war es auch ganz klar, dass die Security sich auch eben in diesem Headquarter befindet. Die Security sollte immer da sein, wo sich die meisten Daten und die meisten User bewegen. Und das war eben früher noch ganz klar in dem Headquarter. Jetzt durch Corona bedingt hat sich das Ganze ein bisschen beschleunigt.
der Trend war ja schon immer Richtung Cloud, aber jetzt eben durch Corona noch verstärkt, ist es so, dass durch Working from Home und durch die Remote-User eben diese ganzen Daten und auch die User jetzt in Richtung Cloud gewandert sind. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass wir die Security aus der Cloud beziehen. Denn wie gesagt, die Security sollte da sein, wo sich auch die Daten und die User befinden. Forcepoint hat hier einen spannenden Ansatz, eben SASE, wie vorher schon angesprochen, von Gartner definiert. Es gibt einmal den Weg, um die Remote-User Richtung Public Internet und Software Service as a Service Applications abzusichern. Das wäre über den Cloud Secure Gateway. Besteht natürlich ganz klar einmal aus dem Proxy, der Web Security, hinzu AMD, also eine Sandbox-Lösung und wenn gewünscht RBI. Natürlich auch, da wir Richtung Cloud sprechen, brauchen wir CASB, also den Cloud Application Service Broker, Cloud Security einfach gesagt, und eben DLP. Der zweite Weg, den wir auch haben, ist Richtung Private Applications. Das heißt, User, die von zu Hause aus arbeiten, wollen ja nicht nur in Richtung Public Internet, sondern teilweise auch auf firmeninterne Applikationen zugreifen. Und dafür gibt es eben Private Access, also Zero Trust Network Access ist auch so ein Stichwort, was hier fällt, dass man eben feststellen kann, okay, welcher User greift auf welche Daten zu. Ist das gewünscht? Man kann das granular runterbrechen, dass man sagt, okay, User A darf nur auf bestimmte firmeninterne Applikationen zugreifen. Und da will man eben den gesamtheitlichen Schutz bieten. Einmal Richtung Cloud und einmal auch intern Richtung eigene Applikationen. Und auch hier sehen wir wieder, ist DLP natürlich ein Thema, weil DLP immer dort spannend wird, wo User mit sensiblen Daten agieren. Und was DLP alles kann bei uns und wie das Ganze aussieht, stellt Ihnen mein Kollege, der Herr Daniel Meyer, vor. Genau. Ja, danke euch vielmals. Also nochmals herzlich willkommen. Steigen wir ein bisschen in DLP ein. DLP im Übrigen, das ist eine On-Prem-Installation. Also die sensitiven Daten, die darin gespeichert sind, die sind bei Ihnen im Firmennetzwerk. Aber wie Sie gesehen haben auf den Folien von Konrad Langhammer, wir haben natürlich Integrationen in all die verschiedenen Channels, wo Daten ausgetauscht werden. Somit können wir natürlich auch Daten, die über die Cloud verschickt werden, selbstverständlich stoppen und schützen. Das als Vorwort. Wir werden DLP auch als Software as a Service später anbieten. Zurzeit ist es nur lokal. Es wird Ende diesen Jahres, wird es das auch als Cloud-Lösung geben für die Firmen, die das möchten. Das kommt ein bisschen auf die Regulatorien an, ob das zugelassen werde. Next slide, please. So, das große Problem, das wir heute haben, früher war die Welt ein bisschen einfacher. Also ich bin schon ein bisschen älteres Semester. Ich habe angefangen, als wir alles auf dem IBM Mainframe hatten. Da hatten wir 100% strukturierte Daten und wie das Konrad schon angesprochen hat, sehr viele Leute sind im Homeoffice und agieren da mit sehr vielen Daten. Früher mit IBM Mainframes, da hatte ich ein 10 Meter langes Kabel an dem Mainframe. Ich wusste, wo die Daten sind, das war alles strukturiert. Heute haben wir sehr viele sensitive Daten, halt in unstrukturierten Daten, halt sei es Office-Daten oder eben ein AutoCAD oder was auch immer. Und wir produzieren alle zusammen unglaublich viele Daten. Also das Wort Quintillions kannte ich vorher nicht mal, bevor ich diese Slide das erste Mal gesehen habe. Aber wir produzieren unglaublich viele Daten in jeder Firma. Also Sie kennen das selber, wie viele Mails, das Sie pro Tag machen, PowerPoint-Präsentationen oder was auch immer. Und überall hat es halt manchmal sensitive Daten drin. Next. So. Was sind das für Daten? Wir haben das vorher schon ein bisschen angesprochen. Also das können eben zum Teil regulatorische Gründe sein, dass man die Daten und den Datenfluss unterbinden will oder zumindest kontrollieren. Hier als zwei Beispiele PHI und PII, also das sind Fachbegriffe aus der DLP-Welt. PII sind Personal Informations. Also zum Beispiel das CV von Ihnen oder die Personalakte und PHI, das wären Health Informations.
Das wäre zum Beispiel die Krankengeschichte eines Mitarbeiters. Und da sehr viele Firmen inzwischen halt in der Cloud sind mit Software as a Service, zum Beispiel Workday, das benutzen wir bei Forstmann auch, das ist eine HR-Applikation, da trage ich ein, wenn ich krank war und da möchte ich natürlich schon, dass diese Daten geschützt sind. Einmal Klick bitte. So, das Problem der klassischen DLP-Systeme ist ein bisschen, man ist manchmal ein bisschen zu enthusiastisch und versucht dann fast alles zu stoppen. Und wenn man so dann diese ersten Meetings abhält, was sind überhaupt schützenswerte und sensitive Daten, dann ist die Antwort jedes Chefs vermutlich einfach alles. Wir müssen alles unterbinden, es darf nichts raus. Und das führt dann manchmal dazu, dass die Security-Teams ein bisschen überlastet werden, weil man vielleicht zu viel stoppt oder weil das System einfach unintelligent ist und einfach nicht so genau Regeln zulässt. Genau da setzt auch unser DLP-System an. Wir haben sehr, sehr viele vorgefertigte Rules. Wir haben natürlich seit über 10 Jahren Erfahrung damit. Wir haben sehr, sehr viele dieser Daten, die Sie schützen müssen, schon klassifiziert, sodass eigentlich False Positives bei uns viel weniger zum Zug kommen als vielleicht bei Konkurrenzsystemen. Klick. So, das zweite Problem ist, neben Administratoren, die dann Überstunden machen müssen, weil sie sehr viele Cases anschauen müssen, sind natürlich auch die End-User, die dann frustriert sind. Und auch das versuchen wir mit unserem System natürlich zu vermeiden, weil man muss immer wissen, wer die Daten anfasst und wo sie durchgehen und was es genau für Daten sind. Am Beispiel, wenn Sie vielleicht eine externe Buchhaltungsstelle haben, dann ist das in Ordnung, wenn jemand aus der Lohnabteilung die Excel-Liste mit den Löhnen an diesen Buchhaltungspartner verschickt, weil der vielleicht extern die Löhne dann auszahlt, dann soll es durchgehen, damit dieser Lohnbuchhaltungsmitarbeiter da nicht seinen Job nicht machen kann. Wenn ich aber als IT-Mitarbeiter vielleicht die gleiche Lohnliste auf meinen Dropbox-Account privat schicken, dann müssten wir das stoppen können. Next. So, schauen wir mal die Sichtweise des Benutzers an. Also sehr viele von Ihnen werden jetzt vermutlich auch zu Hause arbeiten. Sie sehen es bei mir, ich bin auch im Homeoffice. Forstmann hat nicht ganz so schön eingerichtete Büros. Und ich hantiere natürlich hier auf meinem Laptop von Forstmann auch mit unglaublich vielen sogenannten Kanälen. Also ich habe zu Hause einen Drucker, den ich benutzen darf von Forcepoint. Es gibt aber Dokumente, die ich da vielleicht nicht drucken soll, weil es einfach nicht eine geschützte Umgebung ist. Also können wir das natürlich überwachen. Ich gehe auf all meine SaaS-Applikationen, eben Workday oder Office 365. Dann haben wir noch Salesforce und so weiter. Dann aber natürlich, weil ich im Homeoffice bin, vielfach arbeiten wir ein bisschen gemixt. Irgendwann am Abend benutze ich noch meinen Cloud Storage. Da müssen wir natürlich auch schauen, dass da keine Forcepoint-Daten hingehen. Ich benutze das Mail, ich benutze Teams, ich benutze Skype, ich benutze Zoom. Dann könnte ich noch meine externe Harddisk anhängen oder einen USB-Stick. Und somit habe ich ganz, ganz viele Kanäle, wo Daten rein oder rausgehen. Und all das können Sie eigentlich sehr einfach mit der DLP-Lösung von Forcepoint überwachen lassen oder gegebenenfalls halt auch blockieren, falls das Informationen sind, die nicht auf einen speziellen Channel raus dürfen. Vielleicht darf ich Offerten auf meinen Laptop runterladen, aber vielleicht darf ich die Offerte dann nicht auf einen USB-Stick herauskopieren. Next. Nochmals Klick. So, ganz wichtig ist, als ja, klick doch nochmals, dann haben wir gleich alles. Ganz wichtig, DLP hat so eigentlich drei Teile. Also das eine ist die Visibilität, das ist das, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben. Ich muss natürlich auch wissen, was ich für Daten rumliegen habe. Also ein DLP-System kann eigentlich zwei Datentypen kontrollieren. Das eine nennen wir Data at Rest. Das sind die Daten, die schon produziert sind und schon rumliegen. Die können auf einem File-Share liegen, die können im E-Mail-System drin sein, die können auf dem Laptop gespeichert sein. Die können wir einfach mal visibilisieren im Sinne eines Reportings. Also man kann sagen, okay, ich suche,
keine Ahnung, PII-Daten, also irgendwie ich suche Daten, die Personal, persönliche Informationen der Mitarbeiter, wo liegen die überall rum. Das ist eine Variante, dass ich es einfach überwache, wo sie liegen. Das zweite ist, ich muss es natürlich dann auch kontrollieren können, im Sinne, ich muss irgendwelche Mechanismen haben, wie ich diese Daten überhaupt erkennen kann. Ja, da haben wir ganz viele Mechanismen, da gehe ich noch darauf ein. Und dann, last but not least, wir müssen es auch enforcen können oder überwachen können, wenn es Daten sind, die gerade herumgeschickt werden. Also das nennen wir Data in Motion. Das sind die Daten, die Sie gerade irgendwo im Netzwerk rumschieben. Sei es auf eine Webseite, auf ein Dropbox oder auf einen Drucker oder auf einen Memoristik. Das müssen wir natürlich enforcen können, ob wir das zulassen oder nicht. Next. So, die Visibilität können wir, wie gesagt, herstellen auf ganz, ganz verschiedenen Orten, wo es rumliegen kann. Also wir können in Datenbanken reinschauen. Es kann auch sein, dass Sie vielleicht in irgendwelche Datenbanken sensitive Daten drin haben, die da vielleicht gar nicht sein dürften. Stichwort GDPR. Kann gut sein, dass es vielleicht Vorschriften gibt, dass Sie gewisse Daten gar nicht mehr besitzen dürften. Es kann sein, dass irgendwo auf einem Network Share, eben auf einem NetApp oder einem Windows Server sensitive Daten sind. Ich habe den Kunden in der Schweiz, der glaubt zu wissen, nachweisen konnte es leider nicht, weil er damals noch kein DLP hatte, dass ein Mitarbeiter eine streng vertrauliche Offerte mitgenommen hat zu seinem neuen Arbeitgeber. Da ging es um eine öffentliche Ausschreibung im Milliardenbereich. Das war ein Schienenfahrzeugbauer und der hat einen Milliardenauftrag gegen die Konkurrenz verloren auf Basis des Preises. Und die vermuten, dass ein Mitarbeiter, der gewechselt hat, die Offerte mitgenommen hat. Warum? Die Projektmitarbeiter, die die Offerte erstellt haben, die hatten keinen Projektfolder und haben dann auf einem Public Share, wo alle zugreifen konnten, diese sensitiven Daten abgelegt, um Daten auszutauschen. Und mit einem DLP-System von Forcepoint hätte man diese Daten im Reporting gesehen und dann entsprechend Maßnahmen ergreifen können und diese Daten da weglöschen. Wir können auch in E-Mail-Server reinschauen oder in Outlook PSTs oder eben, wenn Daten in der Cloud rumliegen, auf einem SharePoint von Office 365 als Beispiel oder natürlich auch auf dem Laptop. Das ist die Visibilität. Dann natürlich auch, was ganz wichtig ist, auf der rechten Seite, wenn Daten im Fluss sind, also irgendwo verschickt werden, dann ist es immer ein bisschen das gleiche Muster, das wir anwählen. Das werden Sie nachher in der Demo auch sehen, wie einfach das ist. Das Erste, was wir wissen müssen, ist, wer hantiert mit diesen Daten? Hier ein Beispiel Human Resources, also eben der Mitarbeiter in der Lohnbuchhaltung vielleicht. Dann, was sind das für Daten? Also wir müssen jetzt erkennen, was verschickt er eben. Hier Personal Data, nehmen wir wieder als Beispiel die Lohnliste. Wo geht's hin? Es geht zu einem Businesspartner, eben vielleicht die externe Lohnbuchhaltungsstelle, die dann die Bankbelege macht. Wie verschickt er es? Per E-Mail. Und dann kommt eine Aktion. Also was machen wir damit? Jetzt in diesem Fall, es ist okay, dass Sie das dürfen, aber weil es sensitive Daten sind, würden wir jetzt diese E-Mail verschlüsseln. Das als erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Irgendein Verkaufsmitarbeiter will Kundendaten auf einen USB-Stick rauskopieren. Irgendeine Liste von Kunden, er schickt die auf einen USB-Stick. In diesem Beispiel lassen wir das zwar zu, aber bevor er es macht, kommt ein Pop-up hoch, wo eine Confirmation verlangt wird. Also er muss dann bestätigen, warum er diese Aktion macht. Dann kommt auf dem Laptop einfach ein Pop-up hoch. Hey, du hantierst mit sensitiven Daten, du schickst dir auf einen USB-Stick raus. Willst du das wirklich tun? Und wenn ja, warum? Was ist der Grund, dass du das tust? Und dann kann ich als Mitarbeiter einschreiben, ja, ich muss da mit meinem Chef das besprechen und der ist nicht online und deshalb muss ich da auf einen USB-Stick kopieren.
Und das wird dann im System entsprechend abgelegt, so dass man das später auditieren kann und sieht, ah, okay, der Meier aus der Sales-Abteilung hat da ein Excel-Sheet mit den Kundendaten auf einen USB-Stick geschickt. Next. Nochmals next. So, jetzt die Kontrolle. Wie können wir das eigentlich kontrollieren, was das für Daten sind? Da haben wir ganz viele verschiedene Technologien, dass wir diese Daten aufspüren können. Also, wir haben natürlich sehr viel schon vorgefertigte, was wir Classifiers nennen. Ein Classifier ist, was das wir erkennen wollen. Also ein kleines Beispiel wäre, dass wir die Sozialversicherungsnummer von Deutschland natürlich kennen, wie die aussehen. Und dass, wenn Sie die aufspüren möchten, müssen Sie das nicht mehr selber irgendwie mit einer Regular Expression bauen, sondern Sie können ganz bequem aus Tausenden von vorgefertigten Classifiern das wählen. Ich zeige Ihnen dann noch, wie das geht. Dann gibt es aber auch Daten, vor allem so unstrukturierte Daten, wo wir schlicht einfach nicht genau den Inhalt kennen, aber wir wissen eventuell, wo diese sensitiven Daten liegen. Und somit können wir auf einen Share zum Beispiel im Netzwerk sagen, diese Daten, die in diesem Share liegen, die sind sensitiv. Wir kennen den Inhalt nicht genau, deshalb haben wir diese Fingerprinting-Datenbank. Damit machen wir dann einen Hash auf diese Files, so dass wir dann Teile des Files oder auch das ganze Files erkennen würden. Also ich mache Ihnen ein Beispiel. Sie könnten in diesem Share ein Excel-Sheet haben, zum Beispiel mit Ihren wichtigsten Kunden. Ein Mitarbeiter würde dieses Excel-Sheet öffnen, würde die wichtigsten Kunden sich in ein neues Excel reinkopieren, macht ein Print-Screen davon und würde diesen Print-Screen, also am Schluss ein JPEG oder ein GIF, verschicken per E-Mail. Dann kommt der Fingerprint zum Einsatz. Der Fingerprint erkennt dann auch Teile dieses Dokuments. Und weil es als Bild abgespeichert hat, würden wir das dann sogar in den Bildern mit unserer Optical Character Recognition erkennen und würden dann diese Mail, wenn das so eingestellt ist, blockieren. Dann ein ganz wichtiger Punkt. Viele Firmen setzen inzwischen auf Office 365. Und da gibt es das Microsoft Information Protection drin. Das ist ein Klassifizierungssystem, wo die Mitarbeiter, wenn sie ein Word-Dokument oder Excel erstellen, müssen die angeben, was das für einen sogenannten Label bekommen soll. Also sie können dann zum Beispiel machen, das ist Public, das ist Private, das ist High Sensitive. Wir können diese Labels A erkennen, damit wir auf Basis sagen, okay, wenn es High Sensitive ist, dann dürfen die Daten nicht aus der Firma raus, könnten wir das blockieren. Wir können aber auch auf Basis von Inhalten überprüfen gehen, ob das Labeling auch richtig ist. Also es kann ja gut sein, dass ich versehentlich, als ich das Dokument geschrieben habe, gesagt, ja, das ist public, dabei ist es vielleicht hochsensitiv. Und mit unserer Discovery-Lösung können wir dann wieder diese Labels lesen gehen und können den Inhalt erkennen und sehen, aha, das ist falsch gelabelt, das ist gar nicht public, das ist high-sensitive und können dann auch den Label wieder umändern in der Microsoft Information Protection. Das Ganze würde auch mit Bold und James gehen. Da können wir auch Klassifizierung gleich hinzufügen. Für die anderen Datenklassifizierungen sind wir einfach in der Lage, dass wir das lesen können. Next. Dann, ich hatte Ihnen angesprochen, die Schweizer Banken fangen sich jetzt langsam an, sich als Softwarehäuser zu sehen. Wir haben einen sogenannten Machine Learning Teil drin. Da kann man dem System positive Beispiele und negative Beispiele mitgeben. Wenn man dem Beispiele gibt, die nicht von Ihnen sind und Beispiele gibt, die von Ihnen sind, dann wird das System lernfähig und wird über Zeit Ihren Code erkennen. Also ich habe das in einem POC bei einer Bank gemacht. Da haben wir einfach wirklich nur die berühmten Java, Hello World und etwa 5 andere Beispiele gegeben und das Repository der Firma. Das System war in der Lage, etwa 95% des Softwarecodes, der intern war, einfach aus diesem heraus zu erkennen.
So, dann haben wir auch ein, das ist aber übrigens optional, wir können ein Risk-Desk-Sport machen, wo wir die risikobehafteten Mitarbeiter aufzeigen können. Also die, die ständig Regelverstöße haben, kann das System berechnen und ein Risk-Scoring machen und sagen, hey, das sind die heiklen Benutzer, die mit heiklen Daten hantieren. Wie gesagt, es ist, also A, man kann es anonymisieren und B, es ist optional, man muss es nicht zwingend haben. Da habe ich schon gehört aus Deutschland, dass das manchmal mit Betriebsräten ein bisschen kritisch sein kann, wenn man ein Risk-Scoring vergibt. Wir vom Forcepoint sehen das ein bisschen anders. Es geht nicht darum, einen Mitarbeiter an den Pranger zu stellen, sondern es geht vor allem darum, die Security-Mitarbeiter, die das mit dem System arbeiten, zu entlasten, dass die am Morgen vor lauter Bäumen manchmal den Wald nicht mehr sehen. Und da geht es darum, einfach die Top-Risiken aufzuzeigen. Wo muss ich am schnellsten etwas hantieren? Next. Ganz wichtig, unser DLP-System ist natürlich auch in der Lage, damit sie nicht überflutet werden von Incidents. Also, dass sie nicht da, wenn ein Mitarbeiter jetzt wirklich vielleicht eine Mail verschickt und 10 Regelverstöße drin haben, sind wir natürlich auch in der Lage, das zu konsolidieren, sodass sie dann einen Incident sehen und im Incident drin sieht man dann, hey, da waren 10 Regelverstöße drin. Also man kann das so einstellen, dass es wirklich 10 Incidents gibt. Man kann es aber auch so konfigurieren, dass das zusammen konsultativ, kumulativ dann aufgerechnet wird und dann sieht man nur einen Incident. Next. Nochmals next. So, und dann last but not least, das Enforcement, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil, also ein bisschen gucken ist schön, es gibt aber dann doch sensitive Daten, die man wirklich blockieren will, dass sie gar nicht erst rausgehen, das zeige ich Ihnen am System noch, wie man das macht, ganz einfach Rule machen und dann entsprechend die Aktion wählen und dann können wir enforcen, dass Ihre sensitive Daten die Firma nicht mehr verlassen können. Next. Ja, nochmals next. Schöne Bilder, die zeige ich Ihnen live am System. Next. So, ganz wichtig nochmals als Wiederholung. In der Mitte ist der Benutzer und der Benutzer macht seinen Job und versehentlich oder halt manchmal auch wissentlich schiebt er halt Daten irgendwo hin, wo er es nicht sollte. Meistens übrigens, ich glaube, es sind über 98% sind das eigentlich Bedienungsfehler. Also meinen Name können Sie nehmen als Beispiel. Wenn ich den im Outlook eintippe, dann kommen etwa 3 oder 4, weil ich die persönlich sogar kenne, die den gleichen Namen haben. Und dann ist das schnell mal passiert, dass das Mail dann statt an daniel.meyer@forcepoint.com vielleicht an daniel.meyer@netapp.com geht. Wenn das ein Konkurrent wäre und mir irgendwo ein Partner vielleicht schreibt, hey, wir müssen noch mal ein bisschen den Preis schärfen, weil Symantec da was macht, dann ist es passiert. Und genau davor kann ein DLP-System auch schützen. Auf vielen, vielen unterschiedlichen Kanälen, also das kann die Cloud sein, sei es ein Share in der Cloud, sei es eine SaaS-Applikation wie Salesforce, E-Mail-Systeme, Chat-Systeme wie Teams, USB-Sticks, Drucker, externe Harddisk, lokale QNAP-Shares oder sowas und so weiter. Next. So, also nochmals, das haben wir eigentlich eingangs schon beantwortet, aber warum machen die Leute das eigentlich? Oder warum wollen die Firmen sich schützen? Ganz klar, ein wichtiger Teil ist vielfach regulatorische Compliance. Stichwort bei Ihnen vor allem GDPR, dann ist ganz klar, wir wollen verhindern, dass die Reputation der Firma auf dem Spiel steht oder dass die EU eine Buße ausspricht, weil irgendwelche Daten geleakt sind. Dann ganz, ganz wichtig, jetzt wo wir alle im Homeoffice sind und immer mehr Firmen halt Cloud-Services anbauen zu nutzen, müssen wir auch wieder die Security da mit hochfahren. Wenn alles nur intern steht, ist das ein bisschen einfach, wenn ich einfach den externen Border schütze. Inzwischen gibt es eigentlich keinen Border im eigentlichen Sinn mehr, sondern die Daten liegen halt irgendwo auf dem Planet verstreut rum, sind aber Teil Ihres Firmennetzwerkes, wenn Sie das so wollen.
Und natürlich, wir müssen unsere Mitarbeiter schützen, indem dass wir ihre persönlichen Informationen oder Health Information schützen. Und wir müssen natürlich auch irgendwelche Intellectual Properties schützen, sei das Produktionsverfahren oder CAD-Zeichnungen für Bauteile oder für die Schweizer Banken, die deutschen Kunden vor dem Fiskus und so weiter. Next. So, jetzt kommt Demo-Time und ich bin nicht so ein begabter End-User. Jetzt müsst ihr mir wieder helfen, wie ich das einschalte. Ah, jawohl. So, jetzt so. Würde ich die Moderation nochmal kurz übergeben. Ja, könnt ihr das Fenster sehen mit dem Forcepoint Security Manager? Ja. Jawohl. Gut. Das ist eigentlich die Einstiegskonsole von DLP. Wie ihr seht, das ist eine Webkonsole. Das heißt, man muss auf dem Endgerät nichts installieren, wenn der Server installiert ist. Das ist übrigens ein Windows-Server mit einer Microsoft SQL-Datenbank. Kann sehr klein sein mit einem Server, kann sehr groß. Also der kleinste Kunde, wie gesagt, hat 3 User. Den größten Kunden von Forcepoint, den ich kenne, hat 250.000 User. Also das Ding kann von ganz klein bis ganz groß skalieren. Die Architektur technisch ist sehr einfach aufgebaut. So, wenn ich mich jetzt hier einwähle, dann seht ihr als erstes einen guten Morgen-Dashboard mit den wichtigsten Sachen. Ganz klar mal, wie geht es dem System? Wie ihr seht, habe ich bald ein Problem, ich muss mal wieder bezahlen. Dann sehe ich die Policies, von denen die meisten Verstöße kamen. Und dann sehe ich die Severity, ob das High, Medium, Low war, wie ich das spezifiziert habe. Plus, ich kann hier eben berechnen Top Cases. Hier ist jetzt 0 heute. Wenn ich aber ein bisschen zurückgehe, hoffe ich, aus dem Testsystem, leider habe ich schon länger keine schlimmen Regelverstöße mehr. Sonst würde ich die Benutzer mit den meisten Regelverstößen hier sehen und könnte dann gleich in diesen Benutzer reindringen. So, das ist das Dashboard, das ihr seht. Jetzt machen wir mal zusammen wirklich eins zu eins eine kleine Regel. Dafür gehe ich unter Policy Management DLP Policies. Das sind die Data in Motion, also die Daten, die irgendwo rumschwirren im Netz. So. Ich habe hier schon ein paar. Das Erste, was uns unterscheidet von der Konkurrenz und was es auch sehr einfach macht, ist, wir haben sehr viel vorgefertigte Policies und Rules. So, wenn ich das System beginne und schon mal von Anfang an Visibilität, kann ich sagen, add predefined policies. So, dann kann ich hier auswählen, was ich bin, wo ich mich befinde, in welcher Branche. Ich sage jetzt mal, okay, bin ein Produktionsbetrieb und dann gebe ich an, ich bin zum Beispiel in Deutschland, sagen wir mal in der Schweiz bin ich auch noch, lasse ich drin. Und dann gibt er mir Vorschläge für ein Manufacturing, also ein Produktionsbetrieb, was wir denn so alles schützen sollten. Also das sind einfach so die klassischen halt Regulatorien und so weiter, die sicher mal schützenswert sind. Ihr seht hier einen ganzen Abschnitt von GDPR, zum Beispiel eben CV and Resume, klar, irgendwelche Bewerbungsunterlagen, PII, also Personal Identification Informations, Privacy Regulations und so weiter. So, hier von der EU sind einige aus Deutschland. So, hier gibt es den German Federal Privacy Protection Act. Dann wäre dann hier noch genau erklärt, was jetzt das bedeutet, was wir hier schützen würden. Und dann kann ich einfach sagen, okay, diese Policy möchte ich doch bitte gerne einschalten. Use Policy. Und jetzt ist sie da. So, und jetzt habe ich die eingeschaltet. Wenn ich will, kann ich natürlich die jetzt noch customizen. Aber jetzt habe ich schon einmal. So könnte ich mir all diese Regeln, die ich glaube zu brauchen, sei es GDPR und so weiter, könnte ich da machen. So, das ist vorgefertigte Sachen. Wie gesagt, wir haben ganz, ganz viele
Daten, die wir so erkennen können. Wir machen aber jetzt mal wirklich eine komplett neue, eine neue Custom Policy, Webinar Test Policy. Dann gibt es den Rule Name gleich vor. Eine Policy kann mehrere Rules haben. Die Rule ist das, was wirklich die Arbeit tut. So, dann der wichtigste Punkt, das ist die Condition. Also nach was für Daten will ich denn suchen? Und hier kann ich ganz einfach sagen Add und dann gibt es mir all diese verschiedenen Arten vor, die ich auswählen könnte. Pattern und Phrases, das ist das Einfachste, das sind irgendwelche Stichworte oder Dictionaries. Also ein Dictionary wäre zum Beispiel Postleitzahlen oder vielleicht Straßenbezeichnungen, solche Sachen. File Labeling wäre zum Beispiel eben ein Tag von Microsoft, dass das sensitiv ist, das Dokument. File Properties kann sein geschützte ZIP-Files, also passwortgeschützte ZIP-Files oder irgendwelche CAD-Zeichnungen. Fingerprint, das ist wie gesagt, wenn ich einen File Share fingerprinte, kann ich sagen, ich will diese Dokumente aus diesem Share aufspüren. Machine Learning, wie gesagt, wird vor allem eingesetzt für Software-Code. Dann kann ich auch sagen, Transaction Size darf nicht größer, vielleicht bei E-Mails. Ich will nicht Mails, die größer als 10 Megabyte sind, verschicken. Oder ich kann sagen, ja, wenn einer 20 Attachments macht, das ist das Aspekt, ich will nicht mehr als 20 Attachments. Oder wenn einer eine Massenmail verschickt. Ich mache jetzt ein einfaches Beispiel, Pattern and Phrases. So, hier gibt es sehr viele vorgefertigt. Also wenn ich mal nach Germany suche, werde ich sicher einige finden. Ups, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. So, zum Beispiel Swift Code, das ist was von den Banken, oder IBAN, das sind die Kontonummern, Crime, Disease. Es gibt übrigens ein Handbuch, wo das alles erklärt, was da für Daten aufgespürt werden. Das sind jetzt nur die deutschlandspezifischen. Ich mache jetzt aber, ich habe schon einen vorbereitet. Ich habe einen ganz kleinen Classifier gebaut, Pizza-Test. Der sucht einfach nur das Wort Pizza-Test in meinem Dokument oder wie immer ich das verschicke. So. Mein Testsystem ist übrigens ein bisschen langsam. Das wäre bei Ihnen in der Produktion mit einem guten Server dann schneller. So, kann hier natürlich dann auch kombinieren. Ich könnte sagen, zum Beispiel, ja, wenn das Wort Pizzatest drin vorkommt, aber vielleicht Spaghetti nicht, dann erkenne es, da kann ich mehrere Classifiers verknüpfen untereinander und dann die Regel aufbauen. Ich könnte auch sagen, ja, es muss mindestens zweimal vorkommen und so weiter. So. Dann sage ich, was ich damit machen will. Ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ich sage Block All, habe hier aber eine Ausnahme definiert. Wenn es aufs LAN geschickt wird, dann will ich eine Confirmation machen können. Ich zeige euch nachher dann, wie der Enduser das sieht. So, ich blocke das. Dann kann ich festlegen, die sogenannte Source. Die Source ist, also auf wen wird die Regel angewendet? Ich könnte hier aus dem Active Directory dann sagen, ja, das gilt für alle Benutzer, aber zum Beispiel für Administratoren nicht. Oder ich kann sagen, ja, das gilt nur für zum Beispiel den Herrn, diese Regel ist nur für den Herrn Hoffmann gedacht als Beispiel. Lass das jetzt weg, dass die Regel auch auf mich zieht. Dann kann ich angeben, auf welchen sogenannten Kanälen wird das geprüft, also hier im E-Mail. Und zwar im Netzwerk drin oder auch auf dem Endpunkt, das kann man wählen. Dann übers Web, dann zum Beispiel in die Cloud raus, wenn ich auf Office 365 oder sowas habe, ob ich es beim Drucken aufspüren will, auf einen USB-Stick oder zum Beispiel auch aufs LAN. Bei all diesen Kanälen kann ich dann wieder Ausnahmen definieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, wenn der Pizzatest auf OneDrive.com geht, ist das in Ordnung, dann könnte ich da eine Ausnahme wieder bauen. Und so ist das sehr flexibel. Ich mache es jetzt aber ganz einfach. Blockiere immer dieses Wort Pizzatest auf allen Kanälen, wenn es rausgeht.
So. Und jetzt ist es eigentlich schon passiert. Ich habe die gleiche Regel schon gebaut hier, damit es ein bisschen schneller geht, weil sonst muss ich das deployen und dann wird das verteilt. Ich gehe jetzt auf eine Workstation und ich habe hier ein Testdokument Text und wenn wir hier reinschauen, steht hier das Wort Pizzatest drin. So, und ich mache jetzt mal, ich habe hier eine Webseite, das ist eine Testwebseite, wo ich Daten hochladen kann. Und ich kann jetzt mal versuchen, dieses File hier hochzuschicken. Ich habe das auf dem Desktop abgelegt, so dieses Testfile. Und duck, jetzt hat es mich blockiert. Also der Server sagt, er hat einen Fehler festgestellt und das DLP-System sagt mir, hey, da ist was geblockt worden. Kann das Ganze auch natürlich, wenn ich es einfach reinschreibe, mache ein zweites Beispiel, den wieder weg. Ich versuche einfach das Wort Pizzatest hier zum Beispiel in einem Chat reinzuschreiben. Ich schicke das wieder, duck, jetzt komme ich wieder hier, das ist gesperrt, Grund, DLP hat mich hier blockiert. So, das funktioniert eigentlich auf allen Kanälen. Jetzt bin ich ein Datenklauer und ein bisschen schlau und denke, ja, ich habe ja in meinem Home-Netz drin, habe ich einen Share. Ich mache doch das über meinen QNAP. Ups, ich glaube 10. So, jawohl, hier ist doch mein QNAP. Und jetzt versuche ich das Dokument hier rauszukopieren auf mein QNAP. Und jetzt passiert was anderes. Ich hatte das vorher angegeben in der Action, dass wenn es ein LAN ist, dann soll der Mitarbeiter sagen können, ja, doch, doch, das sind persönliche Daten. Ich will mein Testdokument auf mein QNAP schicken. Dann kann ich das erlauben, selber, wenn das so spezifiziert ist. Die Gründe, die Sie gerade gesehen haben, ich mache es nochmals schnell, dann poppt es nochmals hoch, ersetzen. Die Gründe hier, die kann man übrigens natürlich customizen. Das muss nicht Englisch sein, das ist mehrsprachig, das kann auch Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch kommen, je nach Mitarbeiter. Und die Gründe kann man vordefinieren. Das müssen nicht zwingend 5 sein, das können auch nur 2 sein oder einer. Die Justification kann man dann immer angeben, wenn man will. So, das ist, wie es blockt oder es auch erlaubt. Und wenn ich jetzt zurückgehe auf mein DLP-System, dann, wenn ich jetzt ein Security-Mitarbeiter bin, dann kann ich diese Regelverstöße hier sehen. Sie sehen hier die Source ist Daniel Meyer. Das war mein User. Ich bin hier als sehe ich das irgendwo? Ich glaube hier. Jawohl, ich bin als Daniel Meyer angemeldet. Das hat er erkannt. Und ich sehe jetzt hier, ich habe auf dlp-test.com was hochschicken wollen, nämlich das test.txt. Und da, die Regel, die verstoßen wurde, ist der Pizza-Test. Ich kann jetzt sogar dieses File, kann ich Preview in ein New Window, könnte ich schauen, genau, was wollte denn der da hochladen? Okay, aha, Pizzatest war drin. Okay, jo. So, und jetzt kann ich natürlich entscheiden, was das war als Mitarbeiter und könnte sagen, ja, okay, diesen können wir zum Beispiel sagen, okay, ich habe es angeschaut, das ist in Ordnung, der ist geschlossen. Habe es dem Mitarbeiter erklärt, Junge, das solltest du nicht tun, das ist in Ordnung, das war nichts Schlimmes. So, und hier seht ihr jetzt auch vorher, das habe ich auf diesen Share hochgeschickt. Ich klicke wieder drauf und da sehe ich nun wieder auch das Dokument und ich sehe dann zusätzlich selbstverständlich hier noch mehr Informationen, sodass ich dann mir das genau anschauen kann. Was ist denn da passiert? So, das ist eigentlich schon das ganze DLP. Das Ganze gibt es dann auch noch eben neben Data in Motion gibt es das Ganze eigentlich fast gleich für Discovery. Also wenn ihr Daten aufspüren wollt, die schon vorliegen, das sieht genau gleich aus wie hier. Da zusätzlich kann man einfach wählen, wann ich die Daten aufspüren will. Ob ich die ganze Zeit suchen will oder einmal in der Woche.
oder wie auch immer. Und wenn er was findet, macht er auch wieder einen Report. Genau gleich, wie ihr das hier seht. So, dann würde ich die Demo wieder beenden und würde wieder auf Konrads Präsentation zurückgehen. Vielleicht zwischendrin nochmal kurz einen Blick auf die Zeit. Regulär hat man jetzt sozusagen bis 3 geplant. Ich will die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal hinweisen, wenn in der Zwischenzeit Fragen aufgetaucht sind, dann könnt ihr in der Chat-Funktion im Bereich Fragen oder auch im Chat diese eingeben. Und dann würde ich die Fragen entsprechend aufnehmen und die an die Experten weiter moderieren. Tatsächlich sind wir mit der Präsentation von unserer Seite am Ende, also sind offen für weitere Fragen, die gerne gestellt werden dürfen. Von daher, denke ich, beginnen wir mit dem Frage- und Antwortteil. Klasse. Dann bedanke ich mich zunächst einmal, bis die Fragen bei uns eintrudeln, möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir im Nachgang zu dem Webinar zwei Punkte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Einmal wird dieses Webinar aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt. Da bekommt ihr also eine E-Mail. Und über diesen Weg könnt ihr dann auch mit uns in Korrespondenz treten, uns anschreiben und gerne auch nochmal einen Termin vereinbaren, wo wir dann auf möglicherweise einen individuellen Case bei euch im Haus dann eingehen. Gerne machen wir dann auch ein Kennenlernen, ein persönliches, beziehungsweise dann eben virtuelles, um dann die entsprechenden individuellen Gegebenheiten bei euch im Haus uns dann anzuschauen und euch Lösungen anzubieten. Darüber hinaus möchte ich auch nochmal dafür werben, uns zu folgen. Ich denke, die meisten werden den Weg über LinkedIn zu uns gefunden haben. Folgt uns auf LinkedIn, auf YouTube und auf Instagram, wir sind auch auf Facebook vertreten. Und dann bleibt ihr immer up to date über Webinare und Content aus dem Bereich IT. So, dann würde ich mal schauen, ob inzwischen einige Fragen eingetrudelt sind und vielleicht auch nochmal aufrufen, uns ein kleines Feedback zu geben, von welchem Teil der Erde schaut ihr gerade zu und nehmt teil, beziehungsweise auch nochmal ein kurzes Feedback von euch zu bekommen, aus welcher Branche ihr seid. Und dann starten wir in die Fragen. Ihr sagt dann, wer da dann darauf antwortet. Die erste Frage, die eintrifft, ist: Welche Voraussetzungen benötigen Unternehmen, um ein DLP-System grundsätzlich einzuführen? Ich weiß nicht, wer da auch antworten möchte von euch. Das darf ich gerne beantworten. Also technisch gesehen braucht es eigentlich sehr wenig. Eben technisch brauchen wir einen Windows-Server, aber bei DLP-Projekten der viel anspruchsvollere Teil ist, dass man wissen muss, welche Daten man hat im Sinne der Klassifizierung. Also man muss in einem DLP-Projekt genügend Zeit einrechnen, dass man alle sogenannten Stakeholders, also vor allem die Data Owner, mit ans Board nimmt, damit die klassifizieren können, welche Daten sind denn schützenswert. Also das sind typischerweise halt Human Resources natürlich, dann die Business-Abteilungen, also ich meine die Konstruktionsabteilung weiß, wo die kritischen Konstruktionspläne liegen. Und dann last but not least auch natürlich auch die Mitarbeiter muss man auch mit an Bord holen. Weil es gibt nichts Schlimmeres als ein DLP-System, das die Mitarbeiter daran hindert, ihren Job zu machen. Also man muss genug Zeit im DLP-Projekt einrechnen, damit man eben genau diese Definitionen macht. Also welche Daten sind wirklich kritisch und dafür müsst ihr die Data Owner mit an Bord nehmen, also das Business. Das ist das Heikelste und Wichtigste. Aber sonst technisch gesehen, die Umsetzung ist nicht sehr schwierig.
Der schwierige Teil ist wirklich zu wissen, was ich eigentlich für Daten habe. Okay. Dann haben wir hier eine weitere Frage. Ich nehme an, die richtet sich möglicherweise Richtung Kosten oder auch Richtung Sicherheit. Die Frage lautet, welche Quick Wins bekommt man durch ein DLP-System? Kannst du gerne nochmal nehmen, aber ich kann gerne auch starten, ja. Also Quick Wins sind natürlich durch die voreingestellten Policies, dass man eben mal eine Transparenz in den ganzen Datenfluss bekommt. Wie anfangs auch schon angesprochen in der Einleitung, sind ja jetzt viele User im Homeoffice mittlerweile und damit gibt es auch ganz andere Kanäle, die entstanden sind, auf denen sich die Daten bewegen. Und der erste Quick Win wäre, die Transparenz in den Datenverkehr zu bekommen. Die meisten Kunden von uns aktuell nutzen auch tatsächlich diesen Audit-Modus, um einfach mal zu sehen, wer greift auf welche Daten zu und erst im nächsten Schritt werden dann die Policies aktiviert und scharf geschalten. Ja, kann ich fast noch besser ergänzen vom Technischen her. Also ist ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe, respektive kann eben ein erster Schritt sein. Ganz wichtig ist zu wissen, welche Daten man hat. Und wenn man es eben nicht weiß, das ist genau das, was im Moment vielerorts passiert, weil eben viele im Homeoffice sind, dass ich eben mal Visibilität mache, mal einfach die vorgefertigten Policies wie GDPR und so weiter einschalte, im Sinne von auditieren, also sprich, ich zeichne es einfach auf und lese es mit und kann dann schauen, wo fließen überhaupt welche Daten durch. Und das überrascht schon sehr viele Firmen, was sie da alles für Datenflüsse haben. Und es ist klar, ein DLP-System ist eine gewisse Versicherung und es ist immer finanziell ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel bringt Ihnen die Vollkasko-Autoversicherung. Solange Sie nicht in die Wand fahren, kostet sie nur. Aber wenn eben etwas passiert und da gibt es doch einige Beispiele, also wenn wir bei der Autobranche bleiben, wir blamen jetzt einen Amerikaner, Tesla hat es fertiggebracht aus irgendwelchen Gründen, den Autopiloten, den Source Code irgendwo auf einem externen SaaS Public Share abzulegen. Also es wäre möglich gewesen, dass die Konkurrenz den ganzen Autopiloten, wo sie sehr stolz darauf sind, dass sie die Fahrzeuge meistens unfallfrei von A nach B ohne Piloten führen, der ganze Source Code war im Internet publiziert. Das kann eine Firma bis zum Konkurs treiben, wenn sowas rausgeht. Somit, was bringt eine Vollkaskoversicherung? Im Schadenfall bezahlt die Versicherung und mit DLP verhindere ich sogar. Also es ist wirklich ein Airbag für Sie, dass nicht sensitive Daten rausgehen und der Staat dann Ihnen eine Buße verhängt, wenn es ein GDPR-Verstoß wäre, ein gröberer, oder dass die Konkurrenz sieht, aha, so macht das die Meyer und Müller AG, dass die da so kleine Bauteile bauen können mit ihren CNC-Fräsmaschinen. Gut, im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und des leichten Überzugs würde ich vielleicht noch eine Frage gerne mit aufnehmen, weil sie mich jetzt auch interessiert und auch vielleicht eine ganz gute Überleitung ist zu dem, was nach diesem Webinar passieren könnte. Das sind jetzt nochmal Fragen Richtung Betriebsrat gekommen, wie da die Probleme sind. Aber auf die nächste Frage würde ich gerne nochmal mit euch gemeinsam eingehen. Und zwar, was sind die ersten Schritte, um dann tatsächlich ein DLP-System auch einzuführen? Kann ich gerne wieder starten. Die ersten Schritte sind natürlich, wie der Dani schon gesagt hat, man muss intern sich klar werden, was sind denn meine schützenswerten Daten? Was sind die Daten, die für das Unternehmen wirklich wichtig sind und die einen besonderen Schutz brauchen? Und da eben auch auf die verschiedenen Abteilungen eingehen, weil jede Abteilung hat eigene wichtige Daten, also die sie für sich wichtig eben empfindet. Und DLP kann eben diese Dateien in jeder Abteilung, die für wichtig erachtet werden, immer schützen. Und das ist eben diese Flexibilität, die gegeben wird. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man sich selber mal bewusst wird, welche Dateien will ich denn überhaupt schützen. Klasse. Gut, dann würde ich es gerne mal dabei belassen und weise eben nochmal darauf hin, im Nachgang zum Webinar bekommt ihr die Aufzeichnung geschickt. Sollten weitere Fragen entstehen, schickt uns gerne
antwortend auf diese E-Mail eure Fragen nochmal zu, wenn ihr ins Detail gehen wollt. Wir organisieren gerne ein Gespräch direkt mit den Referenten. Dann bleibt mir mich ganz herzlich nochmal bei euch beiden zu bedanken. Lieber Konrad, lieber Daniel, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und in unserer Webinarreihe bei Focus uns aufgeschlaut habt zum Thema Data Loss Prevention. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir auch bald wieder in den Genuss kommen, ein gemeinsames Webinar mit euch zu halten. Einmal Grüße in die Schweiz und einmal Grüße in die bayerische Nachbarschaft. Danke dir. Alles Gute und bis bald. Ja, auch von uns. Vielen Dank für das Interesse und auf bald. Wiederhören. Ciao.